ist keine Alice zu sehen. Oh, da ist der. Wir müssen uns etwas beeilen. Fehlanzeige. Wer bist du? Lila. Was willst du? Ich werde dich festnehmen. Du träumst wohl. Du bist ein Humalid, nicht wahr? Willkommen. Wir heißen dich willkommen, Spionin. Bringt sie in den Verhörraum. Jawohl! Sag mal, wie lange kennst du deinen Master eigentlich schon? 69 Tage. So, so. Dafür bist du aber nicht besonders gut entwickelt. Ich war damals wesentlich weiter mit meiner Prägung. Deine Prägung? Vielleicht hast du es ja noch nicht vernommen, aber auch Humaliten haben gewisse Fähigkeiten, sich weiterzuentwickeln. Er weiß dann genau, was sein Master will, ohne auch nur ein Wort zu sprechen. Toll! Hat Alice ihren Master lieb? Natürlich! Ich mag sie sehr. Ich habe so viel Respekt, wie man nur für jemanden haben kann. Athena besitzt ein unschuldiges und aufrichtiges Herz. Sie ist eine Kriegerin, der ich mein Leben verschrieben habe. Ohne Wenn und Aber. Oh. Athena ist ein guter Master. Und sie wird bis zum Ende kämpfen, wenn es sein muss, denn sie will dieses Land aus dem Sumpf von Korruption herausholen. Und genauso stelle ich mir auch meine Zukunft in Gilda vor. Etwas vorstellen? Ja, das denke ich mir einfach so aus. Etwas ausdenken? Ich erteile mir also selbst einen Befehl. Red doch nicht so einen Stuss. Das hat nichts mit Befehlen zu tun. Hat es nicht? Denken bedeutet glauben. Du musst von etwas überzeugt sein, damit du dafür einstehen kannst. Denken? Glauben. Ich muss denken. Ich muss denken. Najika in geheimer Mission. Die Dosis war stark genug, um ein ganzes Heer auszulöschen. Du aber wirst nur eine Weile schlafen, wie ein braves Mädchen. Eine Belohnung dafür, dass du so artig geantwortet hast. Inzwischen dürfte uns auch dein Master in die Falle gegangen sein, kleiner Humalid. Ich frage dich nochmal, was hast du hier verloren? Antworte gefälligst! Antworte, los! Athena! Spuck's endlich aus, du! Die Armee der Regierung ist im Anmarsch! Verflucht! Bist du sicher? Wie viele sind es? Zu viele. Eine ganze Luftwaffendivision, schätze ich. Eine ganze Division, sagst du? Wir sollten uns sofort darum kümmern, Athena. Keine Hektik. Die fetten Generäle der Königin sitzen alle in ihren Konferenzräumen. Wir nicht. Athena! Es ist aus. Wird langsam Zeit, überzulaufen, oder? Schnauze! Die Bewegung wird niemals aufgeben. Wir kämpfen bis zum Schluss.
Athena! Mach die Tür zu, es zieht. Jawohl. Glaubst du noch an unseren Sieg? Oh, natürlich! Der Sieg ist unser. Wie kannst du so sicher sein? Wir haben Glauben und Stolz auf unserer Seite. Sicher, wir haben den Glauben und den Stolz für uns gepachtet. Aber wird das auch ausreichen? Auch wenn wir mit all unserer Willenskraft zu kämpfen verstehen, glaubst du wirklich, dass wir uns dem Feind dauerhaft entgegenstellen können? Unsere Befreiungsarmee wird nie gewinnen. Menschen müssen sinnlos sterben. Athena! Nie hätte ich für möglich gehalten, dass die Königin so weit geht. Dass sie ihre leibliche Tochter mit allen Mitteln bekämpfen würde. Wie sehr muss diese schreckliche Frau mich hassen. Genug jedenfalls, um uns eine ganze Division auf den Hals zu hetzen und uns wie Ungeziefer zu zermalmen. Ich tat das alles doch nur, um meiner Mutter die Augen zu öffnen. Im Bewusstsein, es wäre das Richtige für unser Land, stellte ich mich gegen sie. Und jetzt das. Athena, was hast du vor? Wir werden überlaufen. Ein Kampf um Stolz und Glauben. Das war also alles nur erfunden, um deine Mutter zu beeindrucken? Ich habe nicht gelogen. Es ging mir darum, die Missstände in diesem Land ein für alle Mal zu beseitigen. Was ist mit dem Schwur, bis zum bitteren Ende zu kämpfen? Versuch nicht mehr zu sagen, was richtig und falsch ist. Doch, genau das tue ich. Alice, wie kannst du es nur wagen? Ich kann hier nur eine Entscheidung treffen, die Leben retten wird. Das wird eine durchaus ehrenhafte Niederlage. Eine Niederlage ist niemals ehrenhaft, Verräterin. Alice! Also, wer bist du? Athena kannst du nicht sein. Die Tigerin von Gilda ist tot. Alice, bitte, tu das nicht. Die Tigerin von Gilda starb für ihr Land in Stolz und Glauben. Ein Humalit, der seinen Master erschießt? Soldaten, die Operation Fischzug kann sofort beginnen! Habt Vertrauen in Stolz und Glauben und folgt der Tigerin von Gilda! Was steht ihr da und glotzt? Verzeihung! Sammelt sofort die Truppen und macht euch bereit zum Kampf! Verstanden! Stillgestanden!